Als Pilger unterwegs auf dem Camino de Santiago. 3000 Kilometer auf 5 Wegen. Im Norden von Spanien sind die drei Jakobswege Camino Francés o Finisterre, del Norte, Camino Primitivo und Portugués. Und die 5 Wege bin ich in 2 Reisen mal abgegangen. Und hier mal ein paar Aufnahmen, ein paar Bilder, Impressionen von dem Francés und Finisterre, die ich im November bis Dezember mal abgegangen bin. Und man fliegt dann nach Frankreich, ich bin nach Biarritz geflogen und hat man eine kurze Anreise zum Start. Der ist in Saint-Jean-Pied-de-Port und dann läuft man gleich zu Anfang über die Pyrenäen. Der erste Stopp für die meisten ist dann so ein schönes Kloster oben in den Pyrenäen. Und so läuft man dann den Weg weiter und weiter, hat dort eine tolle Infrastruktur, also diese Albergen, da gibt es unterschiedliche Typen, also private, municipal, also öffentliche oder kirchliche. Und dann hat man diese Ausweise hier, den Pass, und dann kommt man damit überall in die Albergen rein. Camino Francés. 30 Tage, 910 Kilometer bin ich da fast gelaufen, bis zum Ende der Welt nachher, so nannte man das früher. Ja, dies war eben dieses Kloster, wo man sehr urig übernachtet, das ist dann gleich die erste Nacht für die meisten. Und noch kurze Zeit später hatte ich dann schon meine erste Blase am Schuhwerk oder vielmehr durch das Schuhwerk an den Füßen. Das ist auch so ein ganz bekanntes Bild, was zum Anfang der Reise kommt. Auf so einer Anhöhe hat man da so eine tolle Aussicht da auf den Weg, den man nachher noch gehen wird. Ja, so sieht das meistens aus. Also es ist nicht immer nur Teer. Es ist oft wirklich ein interessanter Untergrund, möchte ich mal sagen. Sodass man so richtig viel Kilometer, da hat man dann doch so seine Schwierigkeiten. Auch wenn man Marathonläufer ist und sagt, so 40 Kilometer hat man ja ein paar Stunden überwunden. Ja, so wird man da denn belehrt, dass mit 10 Kilo auf dem Rücken und diesem Untergrund und dann halt über viele, viele Stunden immer nur dieses langsame Gehen, dass das doch anstrengender ist, als man sich das ausmalen möchte. Die Landschaft war gerade zu der Zeit fantastisch. Es war auch leer auf dem Weg, weil der Francés ist gerade im Frühling und im Sommer wirklich sehr überlaufen. Also in der Zeit würde ich dort nicht lang gehen, würde immer den späten Herbst nehmen oder zumindest den Herbst. Dann ist es da deutlich entspannter, dann abends eine Unterkunft zu finden, ohne dass man dieses Alberge-Gerenne, so nennt man das wohl, dass man extra früh aufsteht, um früh an einer nächsten Alberge zu sein, um da noch einen Platz zu bekommen. Ja, und so geht man diesen wunderbaren, ich finde auch recht kraftvollen Weg. Der hat irgendwie was. Das, also am Weg, wenn man da ist, vielleicht hat man auch so eine Affinität oder Vorstellung davon, dass es halt wirklich ein besonderer Weg ist. Ja, so geht man halt mit sich selber im Einklang. Ne, man hat sonst nicht so viel, auch wenn das hier aussieht, man ist immer in einer Gruppe. So ist man eigentlich die meiste Zeit wirklich allein unterwegs. Es sind zwar viele andere, auf dem Weg und aber man muss halt mal wirklich einen Monat mit sich selbst klarkommen. Ist eine interessante Erfahrung, finde ich. Und der Weg ist wirklich fantastisch, ne? Also von der Umgebung, was man so sieht. Und dann ist man immer draußen dem Wetter ausgesetzt, also man muss gute Regenkleidung haben, alles schön einpacken. Man kann die mehr nicht weglaufen, nicht wegfahren und irgendwie lange irgendwo einkehren, das geht halt auch nicht. Es ist nachher bei mir auch Schnee nachher oben gewesen, wenn es in die höheren Gefilde ging, lief ich über Schnee und hatte auch nur so Halbschuhe, die bis zum Knöchel gingen, dass mir dann oft nachher der Schnee schon in die Schuhe reinkippte. Ja, und so eine Jakobsmuschel, die hängen da überall, besorgt man sich dann irgendwann, hängt man dann an seinen Rucksack, das ist das Teil hier. Und hier bin ich schon
bisschen fortgeschritten auf dem Weg. Jetzt kommt gleich das Kruste Ferro, also das kleine Eisenkreuz. So die Idee ist da, dass man da so einen kleinen Stein oder auch einen größeren als Symbol von irgendwelchen Lasten, die man hat, dort dann hinlegt. Und dieses kleine Kreuz, das ist auf einem langen Pfahl. Und dieser Pfahl ist letzten Endes jetzt schon ein Berg, weil halt aus aller Welt die Leute irgendwie ihre Steinchen mitbringen und da dann auf diesen Berg, der dann immer höher wird, weiß nicht, ob die den irgendwann mal so ein bisschen abtragen. Ne, man muss also wirklich auf so einem, ja, wie so ein Schotterberg, da kraxelt man hoch und kann dann oben da in diesen Stab da sein Steinchen reindrücken oder ablegen. Und hier war eben schon die Kilometersäule Nummer 100, also der 100er Stein. Das heißt, man hat ja nur noch 100 Kilometer. Also diese Wegweiser-Schilder weisen dann immer noch die Kilometeranzahl bis Santiago. Und das ist schon der letzte Hügel vor Santiago mit diesen beiden Pilger-Bronzefiguren. Ja, und hier sitze ich dann mit dieser Art Urkunde. Und ja, das gehört vor allen Dingen, wenn man Anfänger ist, wohl dazu. Weil man braucht doch schon ein bisschen Erfahrung, wie man mit den Blasen an den Füßen, die wahrscheinlich bei den meisten irgendwie entstehen, wenn man nicht aufpasst, wie man da dann mit umgeht. Also das war bei mir nachher doch ein bisschen schmerzhafter, der Weg, weil ich habe ja gesehen, man läuft auf dem Fleisch nachher. Sehnenscheinentzündung hatte ich dann auch noch. Genau, dann muss man irgendwie damit klarkommen. War ein toller Weg. Und wie es dann im Detail aussieht, das dann später einmal. Wir sehen uns.